Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von Banjo-Kazooie Let's Play Retro. Oh ja, genau, du hast mir jetzt noch gefehlt. Ach nee. Ja, geil. Geile Sache. Kann ich eigentlich gerade kicken. Also wenn ich mich echt mega beeil. Aber das wird so nichts. Ja, so wird das nichts. Gut, auf einen dritten Versuch. Ich kann das jetzt mal getrost abbrechen lassen. So, okay. Und ab die Post. Diesmal schaffen wir es. Ich hab's im Urin. So. Perfekt. Perfekt im Abgang. Wow, diesmal haben wir echt gute Chancen. Diesmal wissen wir auch noch, wo alle Ringe sind. Nein. So, 15 Sekunden für den letzten Ring. Das ist machbar. Und Dankeschön. Wir haben alle erreicht. Da unten schwimmen wir, das heißt, das Puzzleteil ist da oben. So. Perfekt gemacht. So, der zweite Jinjo. Okay. So, hier ging es, glaube ich, noch runter. Ja. Da gehen wir jetzt mal runter. Ich rede gerade in der Aufnahme relativ wenig. Es tut mir leid, ich werde das jetzt versuchen zu ändern. Aber ihr seht es ja, was ich hier mache. Ich brauche das ja nicht alles zu kommentieren. Ah, jetzt sind wir wieder außerhalb von dem... Von was? Von dem... Wäre das jetzt böse, wenn ich sage Haufen Schrott? Ja, ich glaube, das wäre böse. Okay. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Von diesem wertvollen Stück Metall. So, dann gehen wir mal darüber. So, und immer weiter. Und springen. Oder auch nicht. So. Goldene Zahn, war es das so? Ich weiß das nicht mehr. So. So, auf dieser Seite ist es schon viel besser. Dann suchen wir jetzt mal die andere Seite. So, einen noch. Wenn wir den einen treffen, haben wir es auch geschafft. Und geht offen. Jawohl. Gehen wir mal rein in das Zahn. In das Zahn. Igambokam. Okay. War wohl die falsche Seite.
Och nö, blöd. War wohl die falsche Seite, weil auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Puzzleteil dann. So. Und rein da. Rein. Jawohl. Oh, nein. Mensch. Oh, typisch. Typisch ich. Ganz ehrlich. Mann, das war echt dumm von mir. Ich guck, dass ich auf der Seite rausgehe, weil ich glaube zu wissen, dass auf der Seite... auf der Seite auch das Ding war, das Puzzleteil. Da brauche ich nämlich nicht so weit gehen. Nee, stimmt nicht, auf der anderen Seite war es. Das Ding sieht von außen viel kleiner aus. So, jetzt kriegen wir das Puzzleteil. Ich taste mich langsam nach vorne. Sehr gut. Gut. Eins haben wir hier drin noch nicht gemacht, das weiß ich. Ja, boom. So, und da begeben wir uns jetzt mal hin. Langsam und vorsichtig. Oder wir begeben uns da doch nicht hin. Ich muss mich wohl geirrt haben. Oder ist die Flugplatte auf der anderen Seite? Weil irgendwo hat es eine Flugplatte. Ja, die ist hier drüben. Perfekt. So, da gehen wir doch direkt drauf. Das ist schon ein bisschen kompliziert mit dem. So, perfekt. Und hoch und rein da. So, drin sind wir. Weiter geht's. Ach ja, genau, das ist das mit dem viel schnelleren. Aber da haben wir jetzt einen Trick, weil wir lernen den einzigsten Move, den wir in diesem Level lernen können. Jedes Mal eine goldene Feder. Den kannst du nur 10 tragen. Oh, 5. Ja, dann haben wir schon, gell? Gut, aufladen tut er mich auch komplett. Okay, und abgepasst, würde ich sagen. So. Sehr gut. Das Puzzleteil haben wir auch. So, perfekt. 4 Stück haben wir verballert auf dem Weg. Das geht, das ist tragbar, ne? So, ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich alles in ihm gemacht. So blöd das jetzt auch klingt. Ja. So. Und raus mit uns. Wir haben jetzt, glaube ich, 60 Musiknoten und... ich glaube, das war jetzt der 6. oder so, das 6. Puzzleteil. So, vorerst haben wir hier alles. So. Kümmern wir uns mal um den Rest der Gesellschaft. Ja, super Sache. Jetzt müssen wir warten, bis die Flosse oben ist. Ja. Und pam, pam, pam. So. Mach ich nur einen Schädel. Das ist ja blöd. Dachte, hier gibt es vielleicht ein Puzzleteil.
Gut, soweit so gut. Wir schwimmen hier mal runter. Gucken, was uns da so erwartet. So. Das war nicht der Rede wert, das war nur ein paar. Reicht mir das von Zeit her? Ich glaube, das ist der lange, ne? Ja, komm, das reicht. Oh, oder das reicht vielleicht auch nicht. Beeilen wir uns. Ach doch, das reicht gut. Das reicht ja zweimal. Schwimmen wir schnell wieder hoch. Aber auch schnell wieder runter. Brauchen uns ja nicht so lange ausruhen. Ja, ja. Sind ein bisschen mutiert, die Viecher. Ist auch nicht schlimm. Macht ja nichts. Gönnt sich ja sonst nichts, ne? Bisschen verstrahlt und so. Entschuldigung, aber die haben sie ja nicht anders verdient, ne? Ciao, beide. Sehr gut gemacht. Sie haben mich ja herausgefordert, ne? Traurig, aber wahr. Und danke für das Puzzleteil. Entschuldigung. So. Einfach da weitergehen. Da sind nur Federn drin wahrscheinlich. Da muss ich auch noch rein. Naja, goldene Feder, da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da ist noch was. Und gleich wieder runter. Mal gucken, wo uns das hinführt. Hm, Jinjo. Ich gehe trotzdem mal weiter. Ach, okay. So. Wir überlassen nichts dem Zufall. Komm, egal. Wir nehmen uns die Zeit und tun wirklich kurz Luft holen. Nachher gehen wir drauf und dann haben wir den Salat. So. Ja, guck mal, das ist ein ewig langer Gang. So, letztes Teil, nur noch Jinjo. Wie immer, Jinjo bleibt übrig. Aber so haben wir echt jetzt gute Arbeit geleistet. Haben alles so Pi mal Daumen gefunden. Ja, guck mal, das hätte mir, wenn ich keine Luft geholt hätte, hätte mir das nie gereicht. Okay, gucken wir uns das mal an. Okay, okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Dum, 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 dum. Nein, nein, nein. Okay, das dürfte sogar reichen. Das reicht sogar sehr gut. Da ist ein Jinjo. Dadurch. Ha, ne Wabe, sehr gut. So, ein Jinjo fehlt uns noch, ne? Ja. Ist das der am Anfang? Jetzt müssen wir mal kurz gucken.
So. Tack, tack. Den am Anfang haben wir nicht aufgesammelt, ne? Okay, der Ginger ist am Anfang, das wissen wir ja. Perfekt. Aber jetzt hat er tatsächlich auch schon alle. Jetzt haben wir dann noch alle Noten. Dann wäre ich glücklich. So. Oh, blöd. Ha, Glück gehabt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir denn darüber kommen. Okay, ich gehe mal stark davon aus, dass wir nur über die Rückflosse rüberkommen. Kein Ding, machen wir. Scheiße, das war nicht so geplant. So. So, 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 so. Das machen wir alles ganz toll. Ach, Menno. Ich brauche doch diese Teile, Mann. Natürlich will ich hier auch mit 100% rausgehen, deswegen... So. Und hoch mit uns. Mann, das kann doch nicht wahr sein. So wird tatsächlich dann nochmal hochheben. Okay. So. Diesmal schaffen wir es, ich bin mir sicher. Warum? Weil wir es können. So, und tschüss. Und tschüss. Ist das Viech noch da? Ja. Gut. Jetzt ist das Viech nicht mehr da. 2, 3, 4. Sehr gut. So, jetzt gehen wir zurück. Schnappen uns den letzten Ginger und haben die ganze Welt vollkommen 100% durch. So. Da ist der Ausgang. Theoretisch ist das Level auf und Struktur her relativ leicht gemacht. Es sind theoretisch nur zwei große Räume, ein bisschen untereinander verstrickt und schon hat man ein sauberes Level, ne? So. Und den letzten Ginger. So. Habe ich das Zeug doch schon gesammelt? Das wäre jetzt aber doof, wenn so wäre. Nee, da ist er. So. Tänzchen. Diesmal bekommen wir es. Sehr gut. Und 100%. Sehr gut. Und jetzt können wir theoretisch raus. So. Diese Bestleistung Welt ist 100 Noten. Ja, besser geht's ja auch gar nicht. So. Ich würde eh sagen, 20 Minuten sind jetzt sowieso rum. Ich mache mal wie immer eine kleine Aufnahmepause. Bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und komm. Mit diesem Bild sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.